SG gegen die, SG Köntringen-Teningen. Das Ganze vor 310 Zuschauern, Halbzeitergebnis 16:13 und das Endergebnis 32:29. Beste Torschützen von den Gästen, Ilja Rettlev mit 10 Toren, davon 4-7 Meter. Und von Seiten unserer Rhein-Neckar-Löwen Ilja Scholtes mit 9 Toren. Begrüßen darf ich zu meiner Rechten Michael Schilling und zu meiner unserem Trainer Alex Bossert. Wie immer hat zuerst das Wort unser Gast zum Spiel. Michael, bitte, wie hast du das heute Spiel gesehen? Ja, zunächst mal einen schönen Abend zusammen und Glückwunsch an den Alex für den Sieg, der für uns natürlich schon bitter ist. Wir haben jetzt so das dritte Spiel hintereinander abgeliefert, wo die Mannschaft wahnsinnig kämpft und am Schluss für den Kampf nicht belohnt wird. Der Ilja wurde gerade angesprochen, tragischer Held so ein bisschen heute. Eine ganz tolle Partie gemacht und in den entscheidenden Situationen haben wir leider das Tor nicht getroffen. Sprich, der 7 Meter am Ende, der Freie von außen beim 7 gegen 6 aufs leere Tor. Das waren drei Bälle, die hätten auf jeden Fall dazu führen können, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen. Auf den ersten Blick aus meiner Perspektive wäre das auch gar nicht unverdient gewesen. Ja, so müssen wir die Köpfe oben halten und hoffen, dass wir irgendwann für diesen Kampf belohnt werden. Es ist natürlich so, dass ich den Ausfall von Maurice Bührer kaum kompensieren kann. Top-Torschütze in der Liga. Wenn da mein Halbrechter ausfällt, das hat man auch gesehen auf der Gegenseite, wie der Kollege Scholtes am Schluss wahnsinnig viel Druck auf die Abwehr ausübt, wichtige Tore macht. Da fehlt mir der Spieler, den kann ich nicht kompensieren. Der Kampf war großartig meiner Mannschaft. Dafür kann ich nur Danke sagen. Vielen Dank, Michael. Ja, jetzt deine erste Einschätzung, ein schweres Stück Arbeit heute gegen den Aufsteiger. Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Wir sind natürlich über das Spiel, wie es gelaufen ist, nicht ganz so glücklich, aber Michael hat recht. Ich denke, ein Punkt wäre heute auch für Köntringen verdient gewesen. Und wenn man die ersten 5 Spiele von uns ausschaut, muss man, glaube ich, auch so ehrlich sein, dass so ein Spiel im Normalfall dann verloren gegangen wäre. Aber wir haben es am Ende geschafft, den Hebel umzudrehen, haben dann im Angriff entsprechend auch die Tore gefunden. In der ersten Halbzeit haben wir Niklas Girse sehr, sehr gut unterstützt. Das war auch der Grund, warum wir mit 3-4 Toren vorne waren. Und in der zweiten Halbzeit kam dann das erwartet schwere Spiel. Köntringen macht es mit den Gegebenheiten, die Michael zur Verfügung hat, richtig gut. Schwierig in der 1-1 zu verteidigen. Wir sind Woche für Woche ein bisschen größere Spieler, sage ich mal, gewöhnt und müssen uns dann da umstellen. Auf das waren wir vorbereitet und ich bin froh, dass wir die 2 Punkte hier behalten haben. Schönen Dank, Alex. Ja, Michael, als Aussteiger hat man es natürlich immer schwer. Ich nehme an, eure Zielsetzung wird sein, Klassenerhalt. Aber schauen wir mal bis hierher auf die gespielten Spiele. Wie siehst du deine Mannschaft momentan oder ist noch Luft nach oben? Ja, definitiv ist es natürlich für den Aufsteiger schwer, das wussten wir auch. Die Liga ist unglaublich stark, ganz viele starke Mannschaften drin. Wenn man die anderen Staffeln anschaut, die sind meines Erachtens doch ein ganzes Stück schwächer. Aber so ist es nun mal, die Leistungsdichte ist hoch. Unser Ziel ist definitiv, kann nur sein, die Saison zu erhalten, wenn es möglich ist. Es wird ein irre harter Kampf da unten um jeden einzelnen Zentimeter und dementsprechend stehen wir jetzt mit 4 Punkten da. Ja, bin ich zufrieden. Zufrieden bin ich nicht wirklich, weil wir, glaube ich, den einen oder anderen Punkt einfach auch schon hätten holen können, auch verdient hätten. Wenn wir da mit 6 Punkten wenigstens stehen, dann ist es, glaube ich, das Abbild unserer Leistung. So müssen wir vielleicht irgendwo Punkte holen, wo sie nicht zu erwarten sind. Mal das 10, auch andere Mannschaften, Leutershausen und Fürstenfeldbruck, alle nicht ganz so souverän. Auch immer in allen Spielen, vielleicht ist da was drin.
Das würde ich mir wünschen, dass wir dann irgendwo mal Punkte holen, wo man sie nicht erwartet. Und hoffentlich reicht es für Platz 10. Das wäre unser großer Wunsch. Schönen Dank. Ja, Alex, nach einem für uns nicht optimalen Start ist es nicht unser Anspruch gewesen, hier zuerst mal unten stehen im Tabellenkeller als amtierender Staffelmeister. Wir haben ein Jugendlicher bei uns in der Mannschaft, die deutscher Meister sind. Was hast du den Spielern mitgegeben oder was wurde in den Trainingseinheiten alles besprochen, dass wir jetzt endlich auf dem richtigen Weg sind? Ja, es ist Woche für Woche einfach so, dass wir eine Truppe haben, die sich neu zusammenstellt und trotzdem haben wir es jetzt über die letzten Spiele geschafft, einen kleinen Stamm zu entwickeln, wo man jetzt auch merkt, dass die Zahnrädchen immer besser ineinander greifen. Aber es ist Woche für Woche eine große Herausforderung. Heute fehlt uns ein Mats Krupe, der mit den Profis mitgefahren ist. Ich finde, Lennart Karrenbauer für sein erstes Jahr in der A-Jugend macht es heute richtig gut. Und ja, als Staffelsieger oder deutscher Meister ist es nicht der Anspruch. Wir haben eine andere Mannschaft. Heute spielt ein Lennart Karrenbauer. Letzte Saison war ein CB Droster, der jetzt in der zweiten Liga spielt. Wir müssen uns neu ausrichten und die letzten vier Spiele läuft es jetzt gut. Und da wollen wir jetzt auch die kommenden Wochen weitermachen. Danke. Die Herrschaften haben soweit alles gesagt. Sind von eurer Seite noch Fragen an die Herren? Bitte schön. Ja, Alex, Glückwunsch zum Sieg erstmal. Du hast gesagt, ihr habt die ersten. So normalerweise hättet ihr das Spiel verloren im ersten Mal spielen. Von daher, Entwicklung ist ja da. Wenn du jetzt nach 9 Spieltagen guckst, was siehst du im Zwischenfazit und wie ordnest du die letzten Wochen ein? Also die letzten Wochen ordne ich natürlich sehr positiv ein. Ich habe hier schon oft genug erwähnt, wie jung die Mannschaft ist. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, muss man auch erst so eine Partie nach dem tollen Zwischenlauf von Köntring-Tening, muss man auch erst dann wieder gedreht bekommen. Nochmal, wir dürfen nicht vergessen, Rückraum wieder spielt heute ein Lennart Karrenbauer, erstes Jahr A-Jugend. Wir haben einen David Boré auf Linksaußen, wir haben einen Theo Schraub auf Rechtsaußen. Das sind alles richtig, richtig gute Jungs. Aber die dritte Liga ist ja ein Haifischbecken. Und da müssen die sich dann entsprechend halt auch beweisen. Schönen Dank. Ja, dann darf ich nochmal hinweisen für das nächste Heimspiel. Das wäre am 12. November in der Stadthalle in Östringen. Da haben wir zu Gast die SG Pforzheim-Eutingen. Das ganze Spiel beginnt um 19.30 Uhr. Euch, Michael, einen gesunden, sicheren Nachhauseweg. Alles Gute für die Runde. Und tragen Sie auch wieder heute wieder frohe Kunde aus dem Clubhaus, hier aus Kronau nach draußen, liebe Handballfans. Machen Sie es gut, tschüss, noch Wiedersehen.